Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werden wir den abschauenden Hund machen. Der abschauende Hund ist eine grundlegende Position im Yoga. Ich würde sagen, wenn du ihn korrekt ausführst, ist er hauptsächlich eine Kräftigungsübung. Wenn du schon eine gedehntere Beinrückseite hast, kann er aber auch durchaus eine Dehnungsübung sein. Ich habe heute mein Modell mitgebracht, um zu veranschaulichen, dass wir rein strukturell oder grundgegeben eine recht deutliche S-Kurve in der Wirbelsäule haben. Sprich, die Lendenwirbelsäule macht einen Bogen nach innen, die Brustwirbelsäule den Bogen nach außen und die Halswirbelsäule geht wieder nach innen. Im Grunde geht es darum, diese Struktur nicht wirklich zu verändern. Sprich, wenn du in den abschauenden Hund gehst, wo wir ja hauptsächlich in den Hüftgelenken artikulieren, gibt es die Möglichkeit, die S-Kurve beizubehalten. Wir fangen an mit einem kleinen Warm-up. Setz dich hin, hockel dich hin, Schneidersitz, nimm deinen Polster und das Becken, wie es dir angenehmer ist und fang einfach mal an, deine Finger zu bewegen. Die Handgelenke kreisen. Und wenn du möchtest, kannst du ja im Sitzen schon in deine Wirbelsäule hinein fühlen, spüren oder dir einfach das Bild geben, dass es ja im Sitzen mehr oder weniger dasselbe ist. Auch hier die Lendenwirbelsäule sollte nach innen gehen, Brustwirbelsäule nach außen, Halswirbelsäule wieder nach innen. Fang an, Hände, Arme auszuschütteln. Und dann noch ein bisschen Wasser wegspritzen, sprich die Hände, die Finger strecken und wieder beugen. Ausschütteln. Und jetzt die Finger zusammenziehen. Du wirst relativ schnell merken, das sind Kräftigungsübungen. Und wieder ausschütteln. Gut. Als nächstes fang an, deinen Brustkorb etwas zu ertasten, wo die Grenzen sind, auch um herauszufinden oder mal wahrzunehmen, wie groß dein Brustkorb ist. Ja, meiner geht da relativ weit nach unten. Hier ist schon mein Hüftknochen, da quasi das Ende. Also du siehst, er geht relativ weit runter. Und der gesamte Brustkorb, da geht es ja dann auch um die Brustwirbelsäule, ist ein rundes, dreidimensionales Konstrukt, was wir dann im abschauenden Hund mehr oder weniger selber halten müssen, weil es ja in der Mitte ist. Becken wird supported mehr durch die Beine und der Brustkorb dann durch die Arme. Aber dann müssen wir in der Mitte ein bisschen mehr nach innen gehen oder selber halten. Machen wir eine kleine Übung dazu. Bring den Brustkorb nach oben oder schau nach oben, es ist vielleicht einfacher. Und dann denk dir von hinten, dass du einen Bogen über oben in deine Brustwirbelsäule machen möchtest. Und dann wieder zurück. Einmal nach oben schauen. Und dann denk dir wirklich ein Bild, als wenn du jetzt über oben drüber gehst, du tauchst quasi ein und du kommst in die Kurve deiner Brustwirbelsäule. Und wieder zurück. Nach oben schauen. Und wieder der Bogen über oben. Beziehungsweise, was auch wirklich helfen kann, ist, dass du dir denkst, dass die Rippenspitzen nach innen gehen. Finde auch dein Maximum, also drück vielleicht ein bisschen hinein. Achte aber darauf, dass du im Becken gar nichts tust. Ja, also wenn das Becken mitrollt und du in eine ganze Kurve kommst, bist du zu weit gegangen. Wichtig ist, die Lendenwirbelsäule bleibt mit dem Bogen nach innen. Ein letztes Mal. Schau nach oben und denk dir den Bogen über oben, Rippenspitzen, Brustbein geht nach innen. Kann sogar ein bisschen nach innen drücken, aber im Becken
bleibst du in der Kurve, beziehungsweise die Lendenwirbelsäule nach innen. Und wieder neutral. Komm in den Vierfüßlerstand. Und fang zunächst an, mit deinen Händen etwas herumzuwandern, ein bisschen in den Ellbögen nachzugeben. Auch die Unterarme auf den Boden bringen. Komm in einen Vierfüßlerstand. Die Knie sind nahezu unter den Hüftgelenken. Sie können einen Tick auseinandergehen. Und auch die Arme dürfen etwas diagonaler gehen. Häng durch, lass los. Sinke in den Schultergelenken ein. Lass deinen Brustkorb hängen, dein Becken hängt. Und dann fang an, aktiv mit den Händen den Boden wegzudrücken. Ich drücke jetzt, wie vorher schon erwähnt, meine Kurve der Brustwirbelsäule nach oben. Und gleichzeitig muss ich aber auch etwas meine Rippenspitzen wieder bedenken, weil der Brustkorb ist relativ groß. Ja, ich drücke zwischen den Schulterblättern nach oben und ich bringe meine Rippenspitzen ein bisschen nach innen. Becken ist locker. Ich bringe es weder massiv in diese Situation, noch möchte ich das Becken einkringeln, sage ich mal. Und lass wieder locker. Fang an mit den Handflächen. Auch die Finger können gut nach unten drücken. Drück den Boden unter dir weg, heb dich in die Kurve deiner Brustwirbelsäule zwischen die Schulterblätter und dann denk auch wieder ein bisschen an die Rippenspitzen. Becken aktiv, locker, es kommt ein bisschen auf deinen Körper drauf an. Wenn du merkst, dass dein Becken sehr schnell mitgeht, dann steuer dagegen und streck den Hintern etwas raus. Ja, das ist umgangssprachlich ausgedrückt, aber das ist das, was dein Körper wahrscheinlich gut verstehen wird. Einen Hintern ausstrecken. Und wieder locker lassen. Noch einmal, drück den Boden unter dir weg, heb dich zwischen die Schulterblätter nach oben, denk an deine Rippenspitzen, Blick geht zum Boden. Und locker lassen. Ein letztes Mal noch, drück den Boden unter dir weg, komm nach oben, die Rippenspitzen. Nimm ein, zwei tiefe Atemzüge und versuche, zwischen deinen Schulterblättern hinzuatmen. Einatmen, ausatmen in die Stellung des Kindes. In der Stellung des Kindes achte darauf, dass deine Knie auseinander sind, sodass dein Bauch, dein Körper Platz hat. Ansonsten gestalte es dir so, wie du möchtest, wie es am angenehmsten für dich ist und mach eine kurze Pause. Nimm die Handflächen auf die Knie und komm mit geradem Rücken wieder nach oben. Wenn du brauchst, Hände an- und ausschütteln. Und wir gehen einen Schritt weiter. Bau dir deine Vierfüßler auf. Wenn du dir nicht sicher bist, drück auf Pause, geh in ein Zimmer, wo du einen Spiegel hast und kontrolliere dich selber. Du kannst relativ, gerade im Vierfüßlerstand, kannst du relativ gut selber sehen, ob deine Kurve, ob deine Kurven da sind oder nicht. So, der Vierfüßler. Stell die Zehen auf und bring jetzt einfach mal nur die Knie vom Boden weg. Du siehst, es geht schon in Richtung abschäumenden Hund. Und auch hier, das, was ich am meisten versuche, ist, die S-Kurve der Wirbelsäule beizubehalten. Sprich, ich drücke zwischen den Schulterblättern nach oben, die Rippenspitzen weg. Und wenn ich mich dann verändere, verändere ich nichts in der Ausrichtung meiner Wirbelsäule, sondern in meinem Fall sind es jetzt mehr die Beine, die da was tun. Mach eine kurze Pause.
Noch einmal in den Vierfüßler. Einatmen, Zehen aufstellen, ausatmen. Geh in Richtung abschauenden Hund, sprich, du möchtest dein Becken jetzt über deinen Kopf bringen. Ja, der abschauende Hund ist eine Umkehrhaltung, sprich, das Becken ist oberhalb vom Kopf. Aber sobald du merkst, dein Becken kringelt ein, du verlierst die Kurve der Brustwirbelsäule, gehst du wieder zurück. Du drückst den Boden weg, drück dich nach oben, Rippenspitzen, Becken. Und komm wieder zurück. Mach eine kurze Pause. Wir gehen jetzt nochmal in den abschauenden Hund und gehen ins Katzentreten. So wie die Katzen, abwechselnd ein Bein, eine Pfote nach der anderen, am liebsten ein Bettdecken oder Kopfpolster zu. Das machen wir auch mit den Beinen. Ja, in den Vierfüßler einatmen, Zehen aufstellen, ausatmen, abschauender Hund. Besser, deine Knie sind gebogen und deine S-Kurve ist sichtbar, als sie sind gestreckt. Und es ist nicht sichtbar. Besser, du hältst den abschauenden Hund kürzer, weil er anstrengender ist, als du drückst dich da nach innen und überstreckst deine Brustwirbelsäule. So, Katzenträte. Ich will eine Ferse nach der anderen Richtung Boden bringen. Gehe über die Außenkanten. Und mein Becken kippt zum gebogenen Knie und das Knie darf etwas nach außen fallen. Gleichzeitig kriege ich, dadurch, dass ich jetzt eine asymmetrische Situation aufbaue, kriege ich mehr Gewicht über die Armlinie. Sprich, wenn ich mehr Gewicht kriege, drücke ich mehr nach unten. Mach noch einmal eine kurze Pause. Und ein letztes Mal. Vierfüßler, S-Kurve aufbauen, atme ein, Zehen aufstellen, ausatmen, abschauender Hund und geh ins Katzentreten. Wenn du möchtest als Steigerung, kannst du dann abwechselnd eine Hand nach der anderen lösen und dich noch mehr spielen, wie du deine S-Kurve halten kannst. Und halte statisch, zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, Vierfüßler, ausatmen, Stellung des Kindes. Nimm deine Handflächen wieder auf die Knie, komm mit geradem Rücken nach oben. Wenn du brauchst, möchtest auf jeden Fall deine Hände ausschütteln, Arme ausschütteln. Gut, soweit zum abschauenden Hund. Viel Spaß beim Üben, bis zum nächsten Mal.